Hey, Pingel hier. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Vielen lieben Dank fürs Einschalten heute zu einem weiteren Stream-Highlight. Dieses Mal mit der Conde, dem französischen Superkreuzer, der wirklich richtig gut ist. Auf der Karte 3, zack, zusammen mit dem lieben Zwergi, hat sich zu einer sehr guten Runde entwickelt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. War alles nur auf HE, ja? Nee, Streuung generell. Nee, schon AP. Also die panzerbrechende Munition ist gegen alles, was Breitseite zeigt, richtig stark. Vor allem Kreuzer, die meinen, sie sind toll auf Distanz oder können einmal kurz abdrehen und... Eine Moskwa, die jetzt irgendwie auf 12, 13, 14 Kilometer denkt, so, ich muss mal kurz abdrehen, ich bin zu nah dran. Wartest du auf genau den Moment, lädst deinen Salvenschuss rein und zielst auf seine Zita und wenn die ankommen, dann ist er vielleicht One-Shot. Also das kann die halt echt gut, wenn man richtig zielt. Deswegen finde ich die Sekunde auch besser als eine Annapolis oder eine Edgar schon. Und ansonsten hast du die Reichweite, um auf Distanz einfach Schaden zu machen durch Brände und Co. Nur selber muss man auch aufpassen, dass man nicht in die Seite kassiert. Obviously. Oh Gott, ich bin schon... Ich hab in der gleichen Sünde von AP auf AE rumgeladen. Ich hab gerade auf AP rumgeladen. Ich bin offen. Da ist ein Henri zum Beispiel. Gerade auch abdreht. Schön den Motor auch immer nutzen, die Beschleunigung abbremsen. Die Moskwa drüben auf 20 Kilometer. Gut, der jetzt gefährlich zu werden, ist jetzt nicht so. Nicht unbedingt, wobei... Wartet. Doch, eine Zitadelle auf 18 Kilometer. Also ja, doch, das läuft. Auch hier. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal an der richtigen Stelle jetzt erwische. Mit AP würde er jetzt viel bouncen, ja. Gott, die Satz immer. Moskwa meint, sie muss weiterkämpfen, finde ich gut. Vergiss nicht, wenn du den Salvenschuss benutzt hast, nicht die Munition wechseln, bis du durchgeladen bist. Sonst hast du ja direkt wieder die 40 Sekunden. Das vergesse ich auch manchmal nämlich. Moskwa wird gleich rausgehen, weil die hat jetzt einen Brand repariert und mit dem nächsten Schuss wird hoffentlich wieder ein Brand drauf. Jo. Ja, Moskwa ist raus. Haben wir halt schon B, ne? B und C eingenommen. Ich würde mal, glaube ich, nach Alpha fahren und dort vielleicht ein bisschen mithelfen. Oder ist wieder eine Henri? Zweig ist still, ja. Hat sich vielleicht gemutet, keine Ahnung. Zu schnell. Jetzt höre ich dich. Okay, nö, keine Ahnung, was das war. Oh, die Katzone ist es offen. Steht auch sehr nah dran hier bei uns. Beleunigt.
kein einziger Hit mehr, wow, echt. Katzone, es dürfte raus sein. Michael, grüße dich. Dankeschön für die 5 Monate. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Oh no, Satsuma hat geschossen. Die Republik war das. Oh, die Encounter ist hier. Oh, die waren für dich, Tatsache. Noch ein bisschen näher ran, dann kann ich auch auf die Republik wirken. Wir versuchen die Henri anzugehen hier. Wir werden jetzt halt von rechts von der Masso aufgeklärt. Das wird nicht gut. Encounter vor uns. Und die Jacksonville und die Soyuz auch. Encounter ist raus. Muss ich gar nicht drauf schießen. Ja, ja, zieh dich mal kurz ein bisschen zurück. Ich werde hier gleich hinter die Insel wieder fahren. Boah, deren. Oh, die haben halt auch noch eine Main dort hinten stehen, gell? Krass. Sieht aber gar nicht so übel aus, um ehrlich zu sein. Wir haben schon mehr Schiffe verloren, auch wenn sie jetzt dingsmäßig besser dran sind. Mit dingsmäßig meine ich. Oh no. Punkte technisch. Schema geht da jetzt rein. Oh, die Jacksonville ist offen. 3 Leute auf mir drauf. Gucken, dass die mich nicht angreifen hier. Main guckt auch nicht. Jacksonville ist leider zugegangen. Das ist schade. Sad. Noch eine Satzummer, die auf mich feuert. Und die Rebit zieht sich zurück, weit genug leider. Die Main. Kriegen wir die Main rausgefokust? Ja. Ich bin drauf, aber ich glaube, ich komme gleich nicht mehr ran. Müsste auch Fisch Damage Con haben. Hi. Oh wow, ich mache nur einen einzigen Treffer. Ich bin so dämlich. Treffe ihn nicht. Ben brennt wieder. Unsere GK ist leider raus. Jetzt macht er seinen Buff an. Den kriegen wir aber. Come on. Jetzt schön Genauigkeit in die aufbaut mit HE. Alles rein. Oh nein, er ist zu schnell rückwärts. Ich ziehe hier hinten hin und er fährt rückwärts und die Granaten gehen alle drüber. Komplett. Was ist das denn bitte? Warum treffen die ihn denn nicht dort? Oder wenigstens da? So ein Mist, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Was war das denn? Ich hab. Wenn ich hier auf Wasserkante ziele, dann gehen sie nämlich davor ins Wasser. Das sag ich euch. Ey, dieses Aiming manchmal ist so weird. Und da ist die Maus so. So hat nicht mehr so viel. Leider nicht so bekommen, wie ich wollte.
die Ori noch in meiner Flanke. Ungünstig. Epö, ein Satz zum Erschießen auch nochmal. Main ist raus, sehr schön. Muss mich jetzt hier auch zurückziehen wieder. Uiuiui. War jetzt hier auch einfach mal rückwärts. Also mein Aim ist gerade richtig beschissen. Ich sag's euch halt, ne? Das ist so. Es gibt Situationen, wie jetzt die gerade eben auf der Main. Die macht einfach keinen Sinn, so aim-technisch. Macht einfach keinen Sinn irgendwie. Oh Gott, die Ori pusht. Warum lebt die noch, die Soyuz? Da mich mit, ne? Nicht ganz. Schön. A tous les bâtiments. Cible stratégique repérée à cette position. Mist, Mist, Mist. Sehr gut. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Gib mir die Doppelzieht da durch den Arsch mit seiner Satsuma. Satsuma sind ekelhaft. Ist halt auch ein normaler Kreuzer, so, ne? Was das angeht. Masu lebt leider auch noch immer. Die sind bei 700 Punkten. Muss noch weiter rückwärts fahren. Kann die Satsuma in der Mitte mitbekämpfen. Dann kriegen wir die vielleicht raus. Dankeschön, TT Studio. Vielen lieben Dank auch dir für die Unterstützung. Dankeschön für den Support. Hör echt nicht mehr auf? Ja, der ist raus, der ist raus, der ist raus, das überlebt er nicht, der ist weg. Nimmt unsere Quendo noch mit raus, damit haben wir den A-Cap nicht. Als nächstes die Repü. Ich müsste fast schon in den Ding reinfahren nach B, ne, weil die Masso sich den wahrscheinlich knappen möchte, den Cap. Der macht die Satsuma hier halt extreme Sorgen. Venezia ist bei der Jacksonville. Oh je. Oh mein Gott. Ich kann halt hier auch nicht einfach reinfahren nach B. Wegen der Masso. EP ist jetzt so weit weg. Kriegt die auch nicht mehr auf. Wenn Mama los ist, soll sie Bescheid sagen, ne? Dann ist sie. Ja, die Masso ist bei mir. Satsuma sitzt noch hier. Die trifft mich leider gut. Nee, trifft mich gar nicht. Der kommt auf uns zugefahren, das ist so widerlich, ne? Mist, 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 Mist. Jacksonville ist auch noch da. Okay, wir fahren rückwärts. Jetzt hier bleiben sie bitte am Leben. Schön, der ist raus. Haben halt einfach noch eine fast full life dazu, ne? So. Two Ops sind halt auch nochmal ätzend. Die BBs müssen jetzt halt pushen.
Die Jacksonville wird mir gefährlich werden demnächst. Jetzt AP. Jacksonville fängt an zu wirken, jawohl. Ich guck mal, ob ich mit AP mir jetzt richtig schön Schaden machen kann. Jawohl, 20k. So, der Rest ist jetzt hoffentlich von unserem Team ausgehend. Ich kann nämlich auch wieder zugehen hier an der Stelle gleich. Oder? 13 Kilometer habe ich. Leute, alle da drauf. Xian hat abgedreht leider, fährt das nicht in den Klapp zum Block. 3 Minuten 30 noch. Ich muss jetzt halt rüberfahren. Sind auch nur noch eine Minute 30, 6 Punkte. Mal gucken, ob ich treffe, ob ich richtig gezielt habe. Jawohl. So, jetzt rein hier. Rein. Ich bin zu. Die Cap. Geschwert 216k und 6 Kills hat er, ist das boah. Das ist, ja, es hat sehr gut funktioniert mit dem Motorboost vorwärts, rückwärts, ausweichen. Das hat bei den Schlachtschiffen beiden ganz gut funktioniert, aber das war auch ein bisschen, ist immer Glück mit dabei. Masso hat nichts mehr, ne? 200 HP müsste er haben. Ich weiß nicht, wo der ist vielleicht hinter uns, oberhalb der, wie auch immer das Ding heißt, Schwang. Jacksonville ist ja noch hier irgendwo. Ich gehe jetzt direkt auf AP, falls die Jacksonville irgendwo auftaucht. Zwischen mir und der Venezia wird die Masso ja wohl kaum stehen, sondern eher hier rechts von uns. Ja, da oben ist er. Der ist hinter der Insel, komme ich nicht ran, aber den Cap kriegen wir. Wir sollte keiner von uns rausgehen, haben wir das. GG Team, GG. Masso hat Cooldown auf ihren Torpedos. Venezia könnte theoretisch noch rausgehen. Ein bisschen Pech dort vorne. Oh, 10 Sekunden. Haben wir. Uff, okay. Ah, ich habe ja noch Hydro an. Ah, ich habe die ganze Zeit Hydro und hab's nicht benutzt. Ja, ein bisschen spannender machen, oder, das Game? Oh Gott. Oi. 6 Kills, hat's euch mal. Oi. Ich finde die Konne immer noch voll drüber. Die ist schon geil. Ich konnte sie jetzt aber leider gar nicht so nutzen, wie man's gerne hätte mit dem. Ich sag dabei 6 Kills und 220k. Ich konnte die gar nicht so nutzen. Die ist eigentlich viel besser. Ja, die One-Shots haben gefehlt. Normalerweise mache ich damit 12 Kills, aber naja. Normalerweise mache ich 13 Kills. GG.